Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life. Ich sitze hier, wie ich euch erzählt habe, und ihr seht es auf der Minimap ganz oben rechts für die Leute, die schlau sind. Ich hab's geschafft und bin hier mit... Genau, mit Ich sehe hier keinen... Achso, der Kalle, HD. Genau, ich bin hier mit der Kalle HD. Hallo, Minecraft-Freunde. Genau, so. Ich habe eine Metas noch an Land gezogen. Ich habe nämlich eher aufgenommen, bevor ich in die Shisha-Bar gefahren bin. Der Duffy ist leider nicht dabei, der hat mich heute keine Zeit. Und ich würde sagen, ich glaube, der Metas macht seine Küche weiter. Nee. Und ich mache das, was ich gesagt habe. Ich mache Wohnzimmer. So, ach so, okay. Du machst jetzt das Wohnzimmer, super. Ich mache natürlich bauen. Das, Leute, was ich erzählt habe. Ich werde jetzt erstmal eine Schmiede für uns alle bauen, wo dann alle schön in Ruhe schmieden können und Erze machen können und so weiter, ohne Kohle zu verschwenden. Das wäre natürlich super. Ich glaube, mir das da ist geil, oder? Das ist cool, oder? Ja, vielleicht. Ich weiß noch ohne, nicht. Ohne, dass ihr Kohle benutzen müsst. Ach, du meinst einen Redstone-Ofen? Jetzt warte mal, ich will mal gerade was gucken. Geht? Mit Redstone? Ein Redstone-Ofen. Was ist das? Da machst du einen Redstone-Ofen, da braucht man aber Energie. So, da kommt die Treppe hin. Ich mache mit Lava-Eimer. Mit Lava-Eimer? Ja, mit Lava. Wusstest du das nicht, dass das geht? Ja, die müssen aber auch nachgefüllt werden. Ja, aber das ist Lava hast du immer, weißt du? Das ist ein Lavasee, der kommt... Immer wieder neu. Ich meine, ich weiß nicht, wie das ist. Also Lava kann man ja nicht wie ein Wassersee aufbauen, ne? Geht ja nicht, ne? Du kannst aus Lava keine unendliche Quelle machen, oder? Nein. Achso, aber ich habe zum Beispiel hier einen Lavasee unten hier untergefunden, unter deinem Haus ungefähr. Ja. Da läuft das super. Das ist halt das Coole. Na gut. Ja, das wäre auf jeden Fall cool, auf jeden Fall, das zu machen. Wie gesagt, der Lavasee ist unten, da kann man immer wieder was holen. Ich werde das ausschildern nachher, wenn du im Haupthaus in die Höhle gehst, weißt du? Da kommst du dann dahin. Das ist halt mega simpel. So, ich gucke jetzt gerade nur noch, was ich hier noch brauche an Materialien. Wir haben hier Stein, wir haben hier Grünschiefer. Ich glaube, Grabo reicht vollkommen. Aber wir haben hier schon mal angefertigten Grabo, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht haben wir noch irgendwas. Ah, hier haben wir sogar noch ein bisschen... Warte mal, so. Sanden. Stein, dann nehmen wir mal ein bisschen Grünschiefer und Grünschiefer als, näher als Kobbel nehme ich das nicht, ich brauche auf jeden Fall die Säge. Noch irgendwas drin, was ich brauche, ein bisschen Holz kann man immer mal gebrauchen, auf jeden Fall. So, das nehmen wir auch nochmal mit. So. Und wir holen uns die Säge, die wir brauchen. Wie viele Dias brauchst du? Ein? Zwei. Zwei? Willst du ein komplett neues Diaschwert machen oder was? Ich denke ja, weil das eine wird bald kaputt sein und da ist eh nur Schärfe 1 drauf. Würde an deiner Stelle sagen, da wir nicht so viel PvP machen, mach dir lieber aus Korallstein ein Schwert. Das kann ich dir auch geben, weil ich habe nur 5 Dias. Das brauche ich vielleicht für irgendwas anderes später, ne? Ich wir werden dann noch Dias kriegen mit Sicherheit. Metas, ich bin bei der Folge 80, also beziehungsweise das ist die 81. Folge. Und wir haben in den ganzen 81 Folgen 5 Dias gefunden. Okay. Ja, weil keiner danach gesucht hat. Ja, ich gebe dir erstmal Korall. Ich denke mal, das dürfte erstmal für den Anfang reichen. Gut. Dort kann man ja immer noch machen. Warte, pass auf. Hier. Da. Weil Korall ist doch wie Eisen. Eisen, genau. Yeah. Eingesammelt? Ja. Renne zurzeit mit dem Steinschwert rum, Metas. Ja, und ich mit dem Eisenschwert. Aber das ist auch nicht mehr ewig haltbar. So, das kommt raus. Ich glaube, ich baue hier definitiv hier die Schmiede hin. Stotter, 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 stotter. So. Ich muss immer die Uhr im Auge behalten, weil, wie gesagt, ich habe nämlich noch um 18 Uhr eine Aufnahme und wir sind gerade knapp Viertel vor 6, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Am Freitag, wie gesagt. Genau. So. Muss ich überlegen, wie ich das mache. Auf jeden Fall machen wir hier ein bisschen kleiner. Bin ich froh, wenn ich das doch zu habe. So. Das erstmal weg. So, davon machen wir uns ein paar. Oh, ich glaube, das sind auch ein bisschen zu viele. Werde ich davon sicherlich niemals brauchen. Aber hiervon brauche ich noch ein bisschen welche. So. Und wo haben wir die? Die haben wir ja noch übrig.
Das. Okay. Da. Sagen, oh, meine. Die Säge will ich nicht wegballern. Die brauche ich noch. Doch in der Mitte stellen. Ich wollte das sagen. Was willst du nicht wegballern? Meine Säge möchte ich nicht wegschmeißen. Ach so, Säge, ja. Ja, die ist das wäre nicht so schön, wenn ich dann meine Säge wegwerfe. Das wäre ein bisschen traurig auf jeden Fall, wenn die dann die spawnt. Wären dann zwei Dias umsonst sozusagen. Ja. Die ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall wichtig. Jetzt muss ich erstmal gucken. So, dann setzen wir hier auch einmal hin. Dann setzen wir hier oben drauf einmal den. Ach, und hier oben drauf den. Gut, dann. Überhaupt aussieht, aber ich finde das nicht ganz okay aus. Ach, meine Freundin macht sich gerade fertig. Die wird jetzt gleich nach zu ihrer Mutter gehen, sie besuchen. Die machen wir erstmal raus. Lass du noch kurz, bevor du gehst, tschüss zu mir. Ich will doch noch gar nicht gehen. So. Ja, ich weiß, dass er mit seiner Freundin gesprochen hat, aber hey. Hey. Aber hey, ich will doch nicht gehen, Kalle. Genau. Oh. Wieder meine Säge weggeworfen. Mensch. Mach nochmal, ich hab das nicht gesehen. Nee, garantiert nicht, mein lieber Methos. Garantiert nicht. Das hättest du wohl gerne. Ja. Klar. Ich glaube, dass das gut aussieht. Ich bin mal gespannt. Ach, das wird schon. Du weißt doch, wenn ich was baue, dann sieht's auch gut aus. Ach so, das meinst du gar nicht, ne? Ey, ich bin wieder da. Ich sag nur kurz meine Freundin tschüss. So, hatte ich nicht da. Machen wir das mal. Du bist einer, ich rede hier von mir und du sagst, oh, du weißt doch, dass es immer gut wird, wenn ich hier baue. Du bist echt ein Schlawiner, ne? Ja, ne? Richtig hinterlistig. So. Gut, das waren die falschen. Ja, da muss ich noch ein paar machen. Halt, ich hab doch das Zeug alle da. Geht das überhaupt noch? Nee. Geht still nicht. Hin, still hin. In der Mitte geht das. Dann machen wir das halt mittig. So. Ja, da sind die richtigen. So. Ja, Leute, seht mal, ich mache jetzt, anstatt Medos wieder zu ärgern, mache ich diesmal was Sinnvolles. Du machst was Sinnvolles? Ja, ich baue jetzt für uns die Schmiede. Ja, Kaladi, und was Sinnvolles in einem Satz. Das ist schwer zu glauben, ne? Wie, das macht schon so. Nein, das ganze Dorf brennt. Mist, das ganze Dorf brennt. Was macht Kalle da? Genau. Petrus macht sich schon Sorgen. Er denkt sich so, da kann etwas nicht stimmen. Ja. Alle und. Ja, nee, ich habe jetzt in den letzten beiden Folgen bin ich dir auf die Nerven gegangen. Und ich habe selber auch, mich hat selber auch ein bisschen gestört, dass ich nicht produktiv war. Und habe mir jetzt gedacht so. Jetzt sind wir produktiv und machen was, ha? Halt, stopp, jetzt reiß genau. Langsam. Reiß dich zusammen, Kalle. Wir machen was. Produktivität. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir mal was Produktives. Ja, ich steigere das, besser, das Bruttosozialprodukt. So, ne? Auf jeden Fall findest du es wahrscheinlich auch besser, dass ich dir nicht auf den Geist gehe, oder? Ja, da kann ich zumindest in Ruhe bauen und komme da nicht durcheinander. Ne? Das wäre schon doof. Ich mache dann zwar auch immer noch Blödsinn, aber nicht mehr so viel. So, kannst du halt wenn du mal Zeit hast, kannst du mal gucken kommen, wie weit ich mit der Schmiede bin. Vielleicht hast du auch Verbesserungsvorschläge, die vielleicht besser aussehen könnten. Alles. Blödmann. Ja. Du bist richtig ein Blödmann, du. Ja. Darf ich doch wohl sagen, oder? Nein. Das ist doch in Ordnung, das Wort. Ich weiß. Nein, ist es nicht. Nein? Ich okay. werde dich nachher verklagen. Ich schick dir meine 100 Anwälte und so und, ne? Weiß Bescheid. Der so. Abschied hält nicht ewig, Baby, sorg dich nicht. Wir sehen uns vor Gericht. Yeah, yeah. Genau. Gewalt zum Zerstören nicht erforderlich. Wir sehen uns vor Gericht. 3, 4. Ja, ich weiß, ich
Ich habe eine Macke, also wunder dich nicht, Metas. Kennst du sicherlich. Ich baue meinen Fußboden gerade komplett mit Covern. Spart man eine Menge Holz bei. Machst du den Fußboden? Mit Covern. Also so diese Platten, die gesägten. Ja, ja, das sowieso. Das spart richtig. Ja. Weil ich glaube nicht, dass ich die Birke hier komplett hätte ausbauen können, wenn ich, obwohl doch, wäre genug da gewesen. Aber egal, ich mache das trotzdem so, ist besser. Obwohl, das hier kann ich eigentlich lassen, weil da kommt ja eh noch Wand vor. Nein, falsch. Und ich würde sagen, hier lassen wir es. Ich darf nicht zu spät kommen. Eiche. In Eiche. So, Sieht auch schon mal ganz gut aus. Habe ich noch mehr Eiche? Ja, ein bisschen noch. Kalle, hast du noch Eiche? Nee, ne? Warte mal, da ist noch Eiche. 4 Eichenholz habe ich noch. Ja, richtig unbearbeitet. Musst du herkommen, sie abholen. Stämme, meinst du? Ja. Ey, das ist gut. Das ist. Musst du herkommen, abholen. Ich bin gerade, wie gesagt, am Bauen. Muss ich nicht da hinten. Wo bist du überhaupt? Da. Bin hier, du siehst mich schon. Ah, was? Okay. Okay, dankeschön. Und was sagst du zu der Schmiede? Bitteschön. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Tolle Antwort. Mal gucken, wie es noch wird. Aber das sieht schon interessant aus. Weil ja hier oben kommt nur noch ein Dach drauf. Ich weiß nicht, ich hätte ja gerne, wie heißt's? Ja, Strohblöcke. Aber da haben wir wahrscheinlich zu wenig für. Strohblöcke. Das wäre cool. Ja, da müssen wir mal Stroh machen. Ja. Jetzt also. Was ist das denn hier? Blauschiefer. Okay, die werden gesägt, dann kommt das hier in den Flur. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Nee, Blauschiefer ist doch das. Genau, das ist doch das, was ich da. Nee, damit sollte ich ja einen Swimmingpool bauen, ne? Ja, genau. Genau, und ich brauche Grünschiefer brauche ich für mein Haus noch. Genau, das war. Genau, Blauschiefer hat Duffy dir letztes Mal gegeben, damit du den Pool für uns baust, damit wir hier. Ja, werde ich auch noch Pool machen, bauen. Aber dazu brauche ich deutlich mehr Redstone. Dann brauche ich noch. Ich habe sicherlich auch noch was ich dir geben kann. Slimeblocks. Also da wird einiges noch gebraucht. Der Slimeblocks, so. Das wird das, was schwierig wird. So. Das wird schwierig, aber das ist nichts, was man nicht hinkriegt. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Vielleicht gibt es ja in einem Modpaket irgendwas, womit wir das recht gut produzieren können. Wäre ja, nice. Ja, vielleicht, das stimmt. Vielleicht gibt es da ja was. Müssen das wäre natürlich uns optimal. Mal anschauen. Ja, das wäre natürlich, wie gesagt, das wäre natürlich optimal, wenn es da was geben würde. Da hätten wir natürlich richtig Glück, ne? Jo. Und ihr habt das schon gesehen, sowas hier, das will ich so als Fensterbankkante machen hier, diese Marmorteile. Da muss ich noch gucken, dass ich das noch rundum mache. Und ja, ich hab noch ein bisschen Marmor irgendwo. Bevor die jetzt kaputt geht, nutze ich sie ganz kurz, um Stein wegzumachen. Erde kann ich immer noch mit der Hand wegmachen. Das ist nicht so schlimm. So. Und. Ja. Genau. Ah, jetzt setzen wir hier. Kante. So, ab und zu darf ja auch mal ein Zimmer komplett in Eiche sein. Kann man ja auch machen. Ich hoffe, ich konnte dir wenigstens ein bisschen mit dem Holz helfen, auch wenn es nicht viel war. Ja, doch, nee, das hilft ganz enorm. Gut. Also, ich habe ja eine ganze Menge rausgekriegt. Also, eine ganze Menge Cover. So ein paar Stacks, glaube ich, waren das, ne? Ja, hier so ein paar Stacks. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Wenn sollte ich auf jeden Fall das komplette Zimmer mit fertig kriegen. Also alle Wände. Das ist natürlich super. Wenn du es gut gebrauchen konntest, ist natürlich perfekt. Da ist mir echt enorm jetzt gerade geholfen. Die paar Dinge, was das ausmacht, meint man gar nicht. Gibt er mir die falschen in die Hand, ist klar. So. Okay. So, dann fällt das hier auch gar nicht mehr auf. Dass da was ist, so, und das machen wir so. Nee, ist das hier alles vollbau, oder? Gar nicht. Aber ohne Witz, diese Blöcke mit den Sägen und so in Minecraft, das wäre echt schick, oder? Abnehmen. Petos. Was?
die Blöcke, ne, die wir hier haben, ne, die mit der Säge und so. In Minecraft, das wäre echt schick. Da könnte man so viel machen, vor allem in Weihnachtslobbys und so. Machst du, kannst du kleine richtig dünne Zuckerstangen und sowas machen. Das wäre doch voll cool. Ich bin am überlegen, wie ich den Flur mache. Und ich bin am überlegen, ob ich da auch Blauschiefer mache. Wie viel hast denn du von denen? Ich habe, weiß ich nicht, ich muss in den Kisten noch was haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, Metos. Okay, das macht musst das bei mir unten natürlich gucken. Deutlich kleiner. Ich bin der Meinung, jemand hat geschrieben, ich hätte noch Blauschiefer. Nein, das brauchen wir hier gar nicht. Das brauchen wir hier meine gar Säge. Nicht. Hier ist doch Quatsch. So, ich muss noch auf die Uhr gucken. 54. Wir nehmen jetzt schon 16 Minuten auf. Ey, das ist, passt genau. Das jo, passt super. Jo. Passt perfekt, weil ich habe nämlich gerade hier die Wände fertig gekriegt. Ja, ich mache jetzt so, das Dach mache ich da in der nächsten Folge fertig. Da kommt dann später fertig. Noch ein Treppenruntergang. Obwohl, ob ich den da lasse, weiß ich noch nicht. Hier kommt dann noch eine Couch rein. Das werden wir auch noch machen. Auf jeden Fall wird das hier das Wohnzimmer. Muss ich dann gucken, ne? Oh, das sieht doch schick aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Ich weiß gar nicht, gibt's Gardinen? Moment. Gardinen? Nein. Das Dach mache ich dann später. Weil ich möchte ja wirklich Laubdach haben. Dings, nicht Laub, sondern Dingsdach. Und deswegen lasse ich das hier. Aber wir können ja erstmal hier oben noch eine Kante draufsetzen. Stor gibt's auch nicht. Dann komm mal kurz gucken, bevor wir jetzt aufhören, Metos. Warte mal, ich bin gerade, warte mal, Vorhang? Auch nicht. Keine Ahnung. Schild, schon mal noch ein Schild, dann weiß man Bescheid, was das hier wird. Dass die Familie nicht reinfällt. Ne? Obwohl die Kinder, die sind ja schon groß, ne? Die sollten das eigentlich, ne? Ja, wo bist du? Ich komme gleich zur Schmiede zurück. Schau sie dir schon mal an. Ich hole mir kurz ein Schild. Okay, gucke ich mir an. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, gefällt dir? Ja, seltsame Schmiede, aber sieht gut aus. Seltsame Schmiede? Ja, ich wollte mal was anderes austesten. Soll halt so ein kleiner Unterstand sein, soll halt keine wirkliche Schmiede sein. Aber du hast Grünschiefer benutzt, wo hast du Grünschiefer, ja? Weil genau sowas brauche ich. Das war noch benutzter Stein von mir, ich kann dir was abgeben hier. Warte, hier da, Ziegel ist das aber, ne? Ja, ja, genau, das brauche ich ja. Hier, guck mal, komm mal mit. Komm mal warte, mit, sofort, ich will nur das Schild hier ranhängen. Okay. Oh. Dann mach mal. Hier. Warte, für alle zugänglich. Ja, egal, machen wir Schmiede. Schreib doch einfach Schmiede drauf. Genau. So. Dann komm mal mit zu meinem Haus und guck ja, mal hier von außen. Siehst du hier diese... ja, genau, ja. Das will ich da oben auch. Da sollen ja auch noch später noch Fenster rein. Ach so. Oh, du, sag mal, ist dir eigentlich noch aufgefallen, dass... runterbauen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass dein Dach nicht symmetrisch zur Tür ist? Macht nichts. Ja, jetzt hast du keinen Bock mehr, das abzureißen, ne? war auch ein Haufen Arbeit. Und ich habe ja mehrere Folgen das allein nur mit dem Block, Dach. Es ist nur ein Block, der verschoben ist. Ja, macht nix. Nee, ich hatte ja mehrere schlimm. Folgen mit nur einem Dach und nö, nicht nochmal. Ja, da kommt der Keller hin. Da kommt der Keller hin. Ja, hier ist ja schon ein Kellerraum vorgedings. Ja, ich hatte da den Treppenruntergang hatte ich erst auf der anderen Seite. Ich will hier noch ein bisschen weiter ausbauen später. Aber erstmal kommt das Wohnzimmer. Also ich will erstmal gucken, dass ich erstmal überhaupt den Wohnbereich fertig gehe. Weil, guck mal, hier soll das Wohnzimmer rein. Ja. Dann hier, das soll so der Eingangsbereich sein. Vielleicht mache ich auch wie so eine... Nee, Empfangshalle dafür ist zu klein, aber halt so ein Eingangsbereich, ne? So dann einen dicken Brunnen, hier, ja, machst du die Decke, hier, machst die Decke weg im Haus, den hier ist die Brunnen Küche rein. Halt. Das weiß ich ja, das ne? weiß ich ja. Ich in der Folge so, dann hier soll ja der Treppenaufgang zur oberen Etage sein. Und dann will ich hier so Schlafräume und sowas hinmachen und vielleicht auch irgendwo so einen Raum, wo ich... ja, Truhen hinstellen kann, wie beim Dachboden auch. Oder ich mache noch eine Etage hier rein. Du, ich unterbreche dich nur ungern, aber die Folge müssen wir langsam beenden. Ich muss mich jetzt gleich auf einen anderen Teamspeak, wie gesagt. Okay. Schick aus, ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich will es ja auch machen mit meinem Bunker. Aber auf jeden Fall erstmal an die Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Das war's von uns. Wir wünschen euch was. Auf
Wiedergeschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.